Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Emergency 4 Mods. Mit Wegberg. Wir haben schon wieder Feuer 1, brennt Wegberg, spielbar J und S Container Service Dingsbums. Wahrscheinlich brennt da schon wieder die gleiche Scheiße. Für den Löschzug 1 der Feuerwehr Wegberg, brennende Palette Y und S Container Service Spielbrückweg Wegberg. Wiederhole, ändert Löschzug 1 Feuerwehr Wegberg, brennende Palette Y und S Container Service. Florian hat's vergessen. Oh, jetzt ist es kein Containerbrand mehr, sondern eine Palette. DSFW, Standort an, wir schalten Gerät ab. Plan Erklens, LW 1-1 von letzter Zeit. Schon mal auf die Uhr geguckt, wie spät das ist? Da, 2:17 Uhr. Trupp unter PA zur Brandbekämpfung, weitere Rückmeldung vollkommen. Ey Leute, ihr da am Funk? Schon mal auf die Uhr geguckt, es ist 2:17 Uhr, wieso ist hier so viel los? Da kommt der Erste. Ganz gechillt. Wie es sich gehört. Nee, da kommt der Erste. Wunderschön. Da kommt der Nächste. Nicht mehr ganz so gechillt wie der. Kommt hier unser... Da kommt unser Jogger wieder angejoggt. Der wohnt hier hinten scheinbar irgendwo. Da. Oder er arbeitet hier nachts um 10 vor 3. Ich wollte gerade sagen, ihr bleibt da jetzt nicht so stehen. Da kommen bestimmt noch mehr Leute. So... Da ist der Erste, der gleich fertig umgezogen sein wird. Und nehmen wir wieder bloß das HLF mit, würde ich fast behaupten. Hatten wir ja eben gerade schon den Einsatz quasi. Ich bin gespannt, ob das wirklich genau wieder derselbe ist. Also so ziemlich, wisst ihr? Würde ich lustig finden. Vielleicht. So, ihr könnt da schon reinsetzen. Auto könnt ihr schon rausfahren. Bisschen blau anmachen. Was macht der denn da? Habt ihr das gesehen? Okay. Bin unterwegs. Komm lieber. Bin unterwegs. Einer von den beiden. Also. Guti, wie viele fehlen da noch? 3 plus 4. Also fehlen noch 2. 2. Fahrzeug 9 hört. Fahrzeug 9 hört. 6, 7, 8. Wieder der Gruppenführer oder was? Nein, Scherz natürlich. Scherz natürlich. Ihr kennt mich, ich mache gerne Scherze. So. Kannst auch mal noch Abblendlicht anmachen. So, komm jetzt. Setz deinen Helm auf. Zack, geh los. Guti, ist hier noch irgendwo wer? Nö, ne? Gut, denn 1:7. Maginist, Gruppe mit Führer. Und Abfahrt. Aber zweimal der gleiche Scheiß in einer Nacht, das führt, also das kotzt mich als Feuerwehrmann an, so dreimal Brandmeldeanlage in der Nacht. Hallo? Hallo? Was macht der da? Ah! Mann, ey. So, ich bin gespannt, ob es wieder das gleiche ist oder ob es woanders ist, auf einem anderen Teil der Map. So, gucken wir mal. Vielleicht alarmieren wir Löschzug 2 und 3 noch hinterher. Können auch mal ein bisschen was tun, brauchen ja nicht immer nur unsere sein. Ein bisschen fies, ich weiß. Da. Sind die Brandstifter unterwegs. Ich werde sofort unser LF nachalarmieren für hier hinten. Weil ich werde sicherlich hier rauf fahren jetzt. Ja, wir gucken erstmal, wenn sie da sind, was denn so damit passiert. Bis jetzt würde ich sogar fast sagen, 2 Rohre, 3 Rohre, nee. Mindestens 3 Rohre. Oder 2. Wo halten wir denn am besten an? Wo ist denn hier der Fett, der... Bin ich froh, dass ich meinen hier schon vorher gucken kann. Oh, ich muss husten. Oh, ist nicht meine Nacht heute. Leute. So, wo bleiben sie denn? Bis jetzt würde ich noch mit einem Rohr vorgehen, würde ich fast sagen. Und zweites... Okay, jetzt gehe ich mit 2 vor, 1 hier hin, 1 dahin.
Versuche ich hier so hinzustellen. Guti. Ja gut. Zwei Rohre. Oder, nee, das reicht glaube ich auch noch ein Rohr. Ich weiß es nicht. Ah. Glaube, lieber zu viel Rohre als zu wenig, ne? Das ist ja die grundsätzliche, Am besten, ich sag gar nichts mehr so. Sorry, ich darf nichts mehr sagen. Tut mir ja leid, aber ich darf nicht. Da kommen wir. So, da, da. Komm schon. Status 4, Status 5. Brauche ich Verstärkung? Nee, ich hole erst Verstärkung, wenn die Bäume da hinten anfangen zu brennen. Also viel zu spät. Nee, ich glaube, das kriegen wir hin. Zwei Rohre sollten reichen. Mal gucken, wo er diesmal stehen bleibt. Wegberg 11, alle 20 von der Schwarzhandler kommen. Erste Lagemeldung. Feuer brennt. Palettenstapel. Erste Lage, brennender Fahrpalette. Ja, so können wir uns auch machen. Feuer droht allerdings auf angrenzende Paletten überzugreifen. Druck und Start-Engine. Brandbekämpfung, Rückmeldung folgt. Yep, die Rückmeldung folgt auch. Meistens direkt auf den Fuß. Oh, Leute. Seid ihr taub oder was? Palettenstapel. Erste Lage, brennen ein paar Paletten. Feuer droht allerdings auf angrenzende Paletten überzugreifen. Trupp unter PA zur Brandbekämpfung. Rückmeldung folgt. Nein, falsch. Du, dich brauch ich. Ja, natürlich, Kassalsberg, verstanden. Ja, ein Trupp oder zwei Trupps? Ach, geh bitte da. Welchen hast du? Du hast den Abgang, also gehst du nach da. Das war das zweite Rohr, aber macht ja nichts. Dann nimmst du das erste Rohr und gehst nach da. Sehr schön. Ihr geht da mal ein bisschen weg. Rauchgas und so. Du versuchst mal... Ja, versucht mal erstmal die Hecke zu löschen. Geht mal beide als erstes mal auf den da. Wir sollen das beide jetzt hier zurücklöschen und dann sollte das auch gehen. Guti, machen wir wieder ein bisschen Vorwort. Das Vorwort. Oder lange. Weißt du, im realen Leben so drei Sprühstöße wahrscheinlich. Nein, weiß ich jetzt nicht. So vier vielleicht. Ausgepustet. Aber naja. Ich würde, wenn ich sowas sehe, da auch vielleicht versuchen, irgendwas gegen zu machen. Gut, du kannst Minus machen. Mittlerweile kannst du mal eine Rückmeldung geben. Soll der alleine hinkriegen. Theoretisch. Also, ganz theoretisch. Man weiß ja nicht, wie er sich anstellt. Vielleicht ist er noch ein junger Kamerad, so wie ich. Stellt sich doof an. Aber naja, du kannst dich schon mal wieder... Hey, du bleibst noch im... Du bist der Sicherungstrupp. So. Hallo. Ja, die haben mich nicht gerufen, also rufe ich die. So, besser so. Weitere Lagemeldung, Feuer unter Gewalt. Guti. Ist mir schon wieder zu langsam hier. So, das ist wieder mal ein schöner Einsatz für den Sonntag. Ein Sonntagseinsatz quasi. Ach ja, so Leute. Es sind ja Ferien, ne? Ihr seid ja größtenteils auch noch Schüler und so weiter und so fort. Oder habt jetzt Urlaub oder was weiß ich. Was macht ihr so in eurem Urlaub? In euren Ferien? In euren, was weiß ich, was ihr noch, was es da noch so gibt? Ja, Urlaub oder Ferien. Gibt's da noch was anderes? Weiß ich gar nicht. Was macht ihr da so? Erzählt mal. So. Keine Ahnung. Ich fahre ein bisschen weg. Zelten. Naja, was heißt Zelten? Im Wohnwagen. Ja. Nichts Besonderes, nichts Tolles. Ich hoffe, es ist nächste Woche schönes Wetter. Ansonsten. Ja, fahre ich wieder nach Hause. Bin ja ein bisschen mit meinen Eltern unterwegs und meiner Schwester und mit meiner Tante und meinem Cousin. Und meinem Onkel, den darf ich natürlich nicht vergessen. Das dauert aber auch lange hier. Vielleicht hätte ich das zweite Rohr doch noch dran lassen sollen, beziehungsweise von mir aus gesehen das erste. Ah, Leute.
Das dauert mir zu lange. Nein, geh mal hier hin. Hallo? Kommst du da nicht durch? Ja, hallo? Okay. Geh du mal nach da. Hä, hallo? Unsichtbare Wände wahrscheinlich. Schau mal da. Tataratatatara. Jetzt habe ich doch wieder ein zweites. Warte mal, jetzt muss ich wieder Rückmeldung geben. 5. Vielleicht habe ich Glück und kann dann sofort die. Weitere Lagemeldung. Kontrolle. Wahrscheinlich kommt gleich so in 2 Sekunden oder so. So kurz nach der Meldung so Feuer aus. Kann ich die da eigentlich wegräumen? Nee, ne? Schade. Sehr cool, wenn wir die Paletten wegziehen da. Also zu zweit löschen funktioniert irgendwie immer besser als alleine mit einem Rohr. Also hier zumindest im Spiel. So, sehr schön. Minus. Status 5. Du holst dir den da, du machst den da, du machst das und das und das und das und minus da und du holst dir den und machst so und du machst so und du machst das und alle machen alles, irgendwer macht irgendwas. So und Einsatz, Abschlussmeldung, Brandeinsatz, Feuer gelöscht. So. Ja, das hört sich doch gut an. Du machst dein Pümpchen aus und schließt alle Gerätefächer. Dankeschön. Für so einen Einsatz werden nur 2 Gerätefächer gebraucht. Einmal das da und das da. Ja doch, das passt, ne? Schlauch, Verteiler, alles auf einer Seite. Standrohr braucht man nicht, das ist auf der Seite. Wenn ich das mittlerweile richtig mitgekriegt habe. Aber er macht selbst, also er ist sehr zuverlässig und überprüft selbst nochmal die geschlossenen Rolltore, ob die wirklich richtig geschlossen sind. Status 1 und parken. Gut, meine lieben Freunde, eine etwas kürzere Folge, wieder am selben Betrieb wie gestern. Gestern hat es hier gebrannt, beziehungsweise vorhin. Da war das aber noch kein Fahrradunterstand, sondern Müllhalden-Dingsbums. Ja, ich verabschiede mich von euch bis zum nächsten Mal Dienstag. Dann bin ich im Urlaub. Haut rein und tschüss! Ja, nicht mehr für mich.